Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, es ist gepackt. Wir sind bereit, es kann losgehen. Heute geht es nach Südafrika. Wir fliegen nach Kapstadt. Nur 20 Stunden mit Kind. Hey, gar kein Problem, ich freue mich. Letty, freust du dich auch? Ja. Ja? Freust du dich aufs Flugzeug? Hoppala, sehr gut gemacht. Nee, ist nichts passiert. Wie wir hier sehen, unser Schiff, die Green Mountain, mit Willi 2.0 drauf, ist schon in Cape Town angekommen. Und wir fliegen jetzt hinterher und heute ist Samstag und am Montag können wir den Container entladen. Ist das nicht cool? Also wir sind am Packen, wir haben uns extra bei eBay Kleinanzeigen, haben wir uns Koffer besorgt, die wir dann verschenken können. Weil wir haben ja natürlich keinen Platz in Willi, die ganzen Kofferkram unterzubringen. Aber wir haben halt alles Gedönse, weil das Auto ist fast leer, weil wir es zeitlich alles damals gar nicht geschafft haben beim Verschiffen. Und ich zeige euch jetzt noch was ganz anderes. Ist ja nicht so, dass wir ohne Arbeit wieder da runtergehen. Und diese Kiste und diese Riesenkiste hier noch dabei. Schließe die Tür ab. Ja, am Montag können wir es abholen. Die neue Tür wird eingebaut, während wir nicht da sind. Wir sehen alle und sagen tschö. Tschüss. Jetzt geht's. Ist schon mal was hundertprozentig fertig. Ist ja auch Quatsch. Tschüss. So. Ich sitze hier neben dieser wunderhübschen Kiste und würde Letty nicht ab und zu was sagen, dann hätte ich die Befürchtung, dass wir sie zu Hause gelassen hätten. Aber ich sehe sie nicht. Ist alles aufgeladen, es geht und Maya versucht sich mitzuschmuggeln im Kinderwagen. Maya, tschö Mäusebär. Viel Spaß bei Nils und Lisa. Hm, Schnuddi? Tschüss, Maya. Ich hab eine ganz, ganz tolle Zeit. Du kannst das Haus hüten. Pass gut auf unser Haus auf und auf Nils und auf Lisa. Letty trägt ihren Koffer alleine. Wieder los. Voll bepackt. Wie eh und je. Ab zum Overlanden. Guck mal hinter der Mama her. Ich sehe halt gar nichts, weil ich diesen dicken Dingens vor mir habe, dass ich einfach nicht sehe, wo ich hinfahre. Also wir hatten jetzt zwei Möglichkeiten, heute nach Südafrika zu fliegen. Und zwar, es war einmal die Lufthansa oder Qatar Airlines. Und Qatar Airlines, man bekam einfach zum Preis von Economy Lufthansa den Preis Qatar Business Class. Wir gerade mit dem Skytrain fahren, weil wir im falschen Terminal sind. Ja, und die Kamera ist verkackt. Ich. So, und wir haben alles vom Wagen abräumen müssen. In den Zug und ja. Schön. Alle Taschen abgegeben. War auch jetzt kein großes Problem. Ich darf halt nur, wo mittlerweile richtig hart drauf geachtet wird am Flughafen, ist Powerbanks. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann geht's gleich los. Ich freue mich, endlich mal wieder ein bisschen unterwegs sein. Das war jetzt auch lange ja nicht mehr der Fall. Hallo. Hallo. Tschüss. Tschüss. Wo ist das Flugzeug? Da. Da. Sehr gut. Ja, an diesem Kinderwagen ist, der darf immer mit ins Handgepäck, weil er sich so klein zusammenfalten lässt, dass du den oben einfach in das Gepäckfach stecken kannst. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Jules. Ja. Ja. So, jetzt geht's los. Oh, oh. Alles easy. Wieso? Nein, Letty macht das super. Ja, mit warmer Milch geht alles gut. Mit warmer Milch geht alles gut. Deshalb habe ich auch gehofft, dass ich diese warme Milch damit durchkriege. Aber ich im Endeffekt, es kann ja auch nichts Gefährliches sein, wenn das Kind da rauszippelt. Weißt du, was ich meine? Die Ersten im Flugzeug, das ist schon geil. Und hier regt. Da ist das Flugzeug. Jetzt guck mal, da geht die Flugzeugtür auf. Ui. Ui. Hello. Good evening. Can I check all of this, please?
Das haben wir über. Weil Hetti lieber auf dem Schoß sitzt. Prost! Wir haben sogar Noise Cancellation. Das ist mein Horror. Ich möchte es auch gerade nicht. Wir fahren die Welt um Zickzackung. Geht in ihre zweite Runde. Diesmal in Afrika. Die ist schon eingeschlafen, bevor sie überhaupt losgeht. Komm. Können wir die jetzt gleich nach dem Start, Caro hat jetzt so eine Sitzverlängerung, damit sie auf dem Schoß sitzen kann und dann wandert die gleich einfach auf ihren Sitz. Dann machen wir da einfach total entspannt. Ist doch tipptopp. Besser hätte es nicht sein können. War dein erster Flug? Wow, also der Flughafen ist schon echt sehr cool. Boah. Papa auf. Ja, mach noch mal. Wir sind jetzt in der Qatar Lounge in Doha und die hat's mal in sich, wirklich ohne Scheiß. Das ist mal eine richtig geile Lounge. Nämlich hier sogar Family Rooms. Wir haben 10 nach 3, ist die Frage, was man da noch trinkt. Okay, man trinkt noch Bier anstatt Kaffee. So, das ist unser Family Room jetzt. Also das ist schon mal der Luxus pur. Kinderraum hier drüben. Was will man eigentlich mehr am Flughafen? Hier einfach alles, ne? Schönes Frühstücksbuffet. Wir haben ja jetzt hier morgens Kaffeemaschinen. Es gibt Wasser, es gibt Bier, es gibt Sekt, es gibt Wein, was man möchte. Es gibt aber auch natürlich hier Duschen, klassisch Meeting Rooms. Also hier kannst du direkt ein Geschäftstreffen am Flughafen abhalten. Was geil ist, hier gibt es halt auch Spa und Gym. Hier gibt es ein Game Room mit PlayStation und allem Gedönse. Billardtisch. Riesenfernseher für PlayStation. Die nächste Snackbar. Also hier, du kriegst hier wirklich alles, was du brauchst. Ne? Und alles ist wirklich richtig, richtig krass gemacht. Also nicht so möchte gern, das ist einfach richtig gut. Ey, mal ohne Scheiß, ich habe selten so eine krasse Lounge gesehen. So, es wird jetzt hell und guck mal, jetzt verändert sich diese ganze Struktur hier drin, weil einfach diese Fenster hell werden, wie das halt so ist, wenn es hell wird. Wisst ihr, was richtig geil wäre? Hier mit so einem Skimboard einmal über das ganze Ding zu skimmen. Bis da hinten hin, ey, das wird, glaube ich, so gut funktionieren. Das ist perfekt flache Wasser dafür. Heute war richtig cool. Oh, ich fliege aber verkehrt rum. Wir sind verkehrt rum. Kann ich noch nicht. Oder? Ja. Ein eigenes Apartment. Guck mal, wir haben hier einen richtigen Tisch. Wir können hier spielen, Letty. Wollte. Ist das dann für dich? Nee, aber sollen wir tauschen? Ja, bitte. Kleine Weinauswahl. Privatsphäre kann ich mir auch jetzt hier. Jetzt habe ich hier unser eigenes Abteil. Aber
sind jetzt hier kurz vorm Äquator oder überm Äquator. Also über Platzmangel kann sich hier nicht beschwert werden. Thank you. 26 Stunden später, wir sind in Kapstadt angekommen. Und das Erste, was ich direkt mal sagen muss, ey, das Licht hier ist der Wahnsinn. Guckt mal hier raus. Guckt mal hier raus. Oh, ist das ein geiles Licht. Lady, du hast das 1A gemacht. Also du bist ein richtig großer Flieger. Ganz toll. Unsere Big Box ist auch angekommen. Unsere Koffer sind noch da. Unsere kleine Box fehlt noch. Ah, das hört sich gut an. Ja? Ich denke schon. Ja, wenn man das so fallen lässt. Nee, aber es hörte sich das auch beim Laufen an. Karte von Vodafone direkt und organisiert. Und das sollte funktionieren, hat er gesagt. Der hat gesagt, einfach reinstecken, läuft. Und ich wollte Letty gerade einen Ballon klauen, da hat er mich voll angeflaumt. Das Licht hier, ich werde weg, ey. Das ist ja der Hammer. So, wir nehmen jetzt hier einfach das Airport-Taxi. Und weil mit dem ganzen Plücken ist mir das alles zu dumm. Oh, ich lieb's. So warm ist es. Also, es ist perfekt. Schon, ja, aber es, es merkt, ist perfekt. Es ist kühler. Es ist perfekt. Es ist von der Temperatur einfach perfekt. Aber es wird halt auch es ist warm, wie ein Frühlingstag. Und dieses Licht, ja, leck mich am Arsch. So that is the one, that is Table Mountain. Ah. So Table Mountain is actually behind. Ah, okay. Wir sind angekommen. Wir haben unseren Raum bezogen. Guckt euch mal dieses riesige Zimmer an. Und hier gibt es direkt so ein paar. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Es gefällt mir sehr gut. Jetzt mal hier gucken. Wir haben hier sogar einen kleinen Pool. Und wir haben hier Blick auf den Hafen da unten. Und hinter uns ist direkt der Tafelberg. Wow. Wow. Also ich finde es einfach nur Hammer. Also hier, das Südafrika holt mich direkt ab. Ist richtig cool. Man ist direkt, kennt ihr das? Man kommt irgendwo hin und man ist direkt drin. Ohne Hassel, alles funktionierte reibungslos. Die Kisten, kein Hassel am Flughafen, kein Hassel mit dem Taxi, super netter Taxifahrer. Einfach gut. Und hier steht, guckt mal da, die Overland Community steht auch schon hier rum. Hey Buddy. Minimart am Start für ein bisschen Milch. So, wir haben die Pizza jetzt mit nach Hause genommen und wir haben hier so eine coole Terrasse mit so einer Bar vor der Tür und da essen wir jetzt unsere Pizza. Also es sieht alles tipptopp aus. Morgen früh holen wir Willi ab. Wir sind mega im Zeitplan. Also wir sehen uns morgen.